Liebe Freunde, willkommen zurück. Ja, wir haben ja in der letzten Folge den Portalpalast erhalten und eine weitere Diplomatie-Politikkarte kann aktiviert werden. Wir werden das Ganze nutzen, um die Handelsföderation noch mit reinzunehmen. Dann kriegen wir nochmal 7 Naturwissenschaft und 7 Kultur. Einer unserer Handelswege ist ein inländischer Handelsweg. Und wir bestätigen das Ganze. Jawohl. So, hier habe ich auch schon mal was vorbereitet. Und zwar, Hue hat weder eine heilige Stätte noch ein Handelszentrum bis jetzt. Die heilige Stätte werden wir dort bauen, Handelszentrum hier. Ja, beides an den Flüssen, damit wir unsere Boni bekommen. Ja. Das Feld lassen wir ruhig hier. Ja. Ist okay, da gibt es schön große Erträge. Ja. Und hier wären wir halt nicht am Fluss. Also lieber zwei Annehmlichkeiten und zwei Wohnraum durch unser Pantheon als zwei Glauben. Ja, ganz klar. Handelszentrum kommt dann später. Eventuell kaufen wir den Kornspeicher. Weil wir ja Wohnraumprobleme haben. Ja, das machen wir euch. Okay. So, dann hier einmal die Plantage. Und der Spion wird erst einmal Quellen beschaffen. Ja. So. Goldenes Zeitalter in 5 Runden. Weiter geht's. Da wurde nochmal ein Musketenpicken hier ausgehoben. In Hualu. Der Mensch ist ein militärisches Tier. Er rühmt sich mit Schießpulver und liebt Paraden. Ja, Steinbruchmodernisierungen bekommen jetzt nochmal plus eine Produktion. Und Suleiman spielen wir nicht. Das zweite ist also egal. Und Musketiere können ausgebildet werden. So, der Handwerk hat noch 3 Aufladungen. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier noch ein Stufenbronn. Nächste Forschung. Massenproduktion ist fertig in einer Runde. Baut ein Sägewerk. Ich glaube, wir haben so das ein oder andere Sägewerk haben wir in dieser Partie bereits gebaut. Okay, und dann können wir Schiffswerften bauen. Das sind die Stufe 2 Gebäude in den Hafenbezirken. Allianzstufe gestiegen mit Batrio. Da haben wir die Wissenschaftsallianz und wir bekommen jetzt alle 30 Runden ein Heureka für eine Technologie, die sie bereits hat. Okay, gut. Saladin sagt, die einzige Kultur, die euer Volk entwickelt, ist sehr beachtlich. Die einzigartige Kultur. Okay. Danke, auf Wiedersehen. Ah, Jean Curtin. Er möchte von uns Tabak haben. Und Salpeter vor allem. Eisen. Unser letztes Eisen, mehr haben wir nicht. Er würde uns geben 60 Gold und halt hier ein Literaturwerk, zwei Kultur, zwei Tourismus pro Runde. Ja, machen wir ruhig. Der Kulturertrag, der war für mich jetzt entscheidend. Sondersitzung des Weltkongresses. Hilfsanforderung. Batrio wurde von einer Naturkatastrophe heimgesucht. Wir sollten beim Wiederaufbau helfen.
Ja, stimmen mal dazu, aber wir geben keine diplomatische Gunst aus. Die erste Stimme ist umsonst. Einreichen. Wer war dagegen? Wer war dagegen? Wilhelmina. Oha. Sehr gut. Die Leute können den Model T in jeder Farbe haben, solange sie schwarz ist. Ja, die Schiffswerft kann jetzt gebaut werden. Da kriegen wir entsprechend Produktion. Produktionsbonus in Höhe des Nachbarschaftsbonus des Hafenbezirks. Wir haben ja immer darauf geachtet, dass wir hier schöne Nachbarschaftsbonusse haben. Also, ich glaube, die meisten Häfen haben eine 4, vielleicht sogar eine 4 haben die meisten. Darum haben wir einen mit einer 2. Alleine dadurch, dass die Häfen angrenzend an die Städte sind, haben sie ja schon eine 2. Arsenal von Venedig ist auch ein sehr spannendes Wunder. Wenn man dann ein Schiff baut, eine Marineeinheit, dann bekommt man eine zweite kostenlos dazu. Verbesserung macht Straßen gerade. Aber es sind die gewundenen, unverbesserten Straßen, die Ausdruck des Genies sind. Da war die Wunderkarte drin. Kommt auch wieder rein. Ja. Und die gilt jetzt für alle Wunder, egal welches Zeitalter die Wunder haben. Und wir bestätigen das so. Ja. So, wenn wir jetzt Batrio helfen und wir helfen am meisten, dann würden wir bekommen 2 Diplomatie-Siegpunkte. Und 100 diplomatische Gunst bekommen wir auch. Wenn wir unter den besten 25% sind. Wir nehmen teil. Also die besten 25 heißt Erster. Der Erste bekommt 2 Diplomatie-Siegpunkte und 100 diplomatische Gunst. Und der auf Platz 2, der bekommt 50 diplomatische Gunst. Und Platz 3 und 4 bekommen gar nichts. Das dauert jetzt noch 29 Runden. Können wir mal schauen. Hilfeleistung würde hier kosten 200 Produktion und 9 Runden dauern. Ah. Okay, wir haben ja ein bisschen Zeit. Jetzt keine Panik. Die Quadrime. Da kann man ruhig mal nach da unten gehen, dass da keine Barbaren uns irgendwann mal überraschen. Das sind halt super schwache Schiffe. Noch aus der Antike. So, Panama-Kanal wurde fertiggestellt. Wir können einen weiteren Handelsweg unterhalten. Wir können natürlich den Händler in Patna bauen und dann vielleicht nach Hue schieben. Mittelalterliche Mauern fertiggestellt. Ja, okay, bauen wir hier ruhig den Händler. So. Nächste Wissenschaft. Baut 2 Universitäten. Ah, machen wir ruhig. Erforscht mit Druck ohne Eureka. Ist okay. So, Kulturwissenschaft. Wir haben übrigens 6 Gesandte. Lasst uns mal schauen, was wir damit machen. Wir können dann mit Sicherheit nach Mittler. Dann kriegen wir in der Hauptstadt plus 1 Wissenschaft und für jede Bibliothek. Ja, und vielleicht hier bei Candy auf 6. Vielleicht sogar auf 7.
Erhaltet jedes Mal eine Reliquie, wenn ihr ein neues Naturwunder entdeckt. Ein Gesandter wäre noch über. Wir bestätigen das Ganze. So, wir produzieren jetzt Kohle. Okay. Kann man ja schon mal auf Halde legen. So, Gouverneurstitel. Spannend ist natürlich immer Pingala, ja. Für die großen Persönlichkeitspunkte. Da kriegen wir dann mehr Punkte für großer Ingenieur, für großer Händler, Glauben. Ja, große Prophetenpunkte werden ja in Glauben umgewandelt. Also Pingala befördern ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Der Moksha hat auch noch interessante Geschichten gehabt. Ah, naja, okay. Also, wir nehmen Pingala. Stipendien. Ja. Bei der Stadt bin ich mir nicht so sicher. Wenn die an Amsterdam geht, ob Amsterdam die halten kann? Wahrscheinlich schon. Ja, wir haben ja... Ah, werden die schon halten können, denke ich. Außer Amsterdam. Hey. Außer die Niederlande bekommt ein dunkles Zeitalter und wir ein goldenes. Da geht natürlich alles an uns. Hm. Ja, sehen wir. Sehen wir dann. Sehen wir dann so. Hm. Ein Wohnviertel mit atemberaubender Anziehungskraft. Hier vielleicht. Aber da bauen wir jetzt erstmal das Wunder. Ja, das hier ist auch nicht verkehrt. Können wir... Da können wir dann Nationalparks bauen. Da könnte man jetzt hier den ersten Nationalpark bauen. Das ist doch spannend. Aber für die Inspiration, da müssten wir uns ein bisschen beeilen. Wohnviertel. Ja, hier 15 Runden. Und da möchte man vielleicht was anderes bauen. Ah. Ah, da jetzt einen passenden Spot für zu erwischen. Das hier ist halt nur bezaubernd, nicht atemberaubend. Das Feld da oben ist atemberaubend. Wassermangel. Aber Wassermangel würde wahrscheinlich Ewigkeiten brauchen. Für das Wohnviertel. Ja, 39 Runden. Das kann man ja vergessen. Ja, das einzig Realistische jetzt, um das einigermaßen zügig abzuschließen, wäre halt hier. In Madurai bauen wir noch Chichen Itza. Da haben wir auch nichts Atemberaubendes, nee. Okay. Okay, dann einmal hier. 16 Runden.
das Feld da kaufen. Dann bräuchten wir nur noch einen Handwerker. Handwerker wäre hervorragend. Der hat hier noch 2 Aufladungen. Ah. Okay, du baust hier das eine Sägewerk und dann gehst du hoch zum, um das Fischerboot zu bauen, ja. Ja, nächste Ausrichtung. Wird nicht Naturschutz sein, da möchte ich mal die Inspiration mitnehmen. Oper und Ballett können wir machen. Dauert 6 Runden. Dann passt das zeitlich. Okay. So, Leuchtturm abgeschlossen. Wir können noch eine Händlereinheit bauen. Hier erstmal Kornspeicher und die Mauern. Ja, gut, das mit dem Händler. Oder hier ein Partner, direkt den nächsten Händler. Kann man machen. So, der Spion kann befördert werden. So, jetzt schauen wir mal. Verkleidung benötigt keine Zeit zur Präsenzentwicklung in einer feindlichen Stadt. Trickbetrüger ist auch cool. Schöpft Mittel ab wie mit 2 Stufen mehr Erfahrung. Das machen wir mal. Jawohl. Dann müssen wir nur noch eine Stadt finden, die ordentlich Geld produziert. Geld erwirtschaftet. Ah, hier einmal einen Bauernhof. So. Erstmal Quellen beschaffen. Also die anderen, entweder sie lieben uns oder sie hassen uns. Dazwischen gibt's nichts. Wir könnten auch Armani einer anderen Stadt zuweisen. Würde die Fähigkeit vom Audienzsaal plus 2 Annehmlichkeiten und plus 4 Wohnraum. So, und hier nochmal Tabak. Okay. Ja, der Spion, der kann jetzt Mittel abschöpfen. Die Frage ist, wo wirst du Mittel abschöpfen? Hat sich hier irgendwas geändert, Partner? Achso, das ist Gegenspionage. Ich bin gerade durcheinander gekommen. Nee, alles klar. Bei Verbündeten kann man keine Spionage betreiben. Leute, wo sind eure Handelszentren? Ohne Handelszentren können wir keine Mittel abschöpfen. Skandal erfinden ist auch cool. Schaltet Spielgesandte der einflussreichsten Fraktionen aus. Ja, okay, aber irgendwann, wenn wir auch schon mal eine gegnerische Stadt haben, die viel Geld erwirtschaftet. Er wurde ja entdeckt in Victown und ist dann geflohen. Geh mal dahin. Ja, und jetzt durch die Beförderung von 74% nochmal hoch auf 84%. Nein. Atrio. Was ist die Fähigkeit hier mit den Reliquien? Hat sich sehr cool angehört. Ja, okay, aber ich möchte Auckland nicht riskieren.
Okay, da riskieren wir auch nichts. Ja, dann holen wir uns kann den nochmal wieder. Ah, da müssen wir sogar. Boah, Mist. Okay. Dann ist die Frage, brauchen wir Armani bei Samarkand? Oder sollen wir Armani lieber woanders unterbringen? Wir warten das hier mal ab. Einmal. Ja. Und das Zeitalterwechsel. Den Zeitalterwechsel. Also war's das. Rundenwechsel. Okay. So, du brauchst noch einen Befehl. Ja, geh doch mal nach da oben. Eine Runde noch. Eine Runde noch. Jetzt haben wir hier die Kavallerie. Ah, den Zeitalterpunkt hätten wir. Na, da habe ich nicht ganz aufgepasst. Den hätten wir verzögern können. Ins nächste Zeitalter hätten wir den noch gebrauchen können. Das war jetzt Verschwendung. Hm. Okay, aber wir haben eine Kavallerie. Wohin damit? Nach Hue. Ah, gehen wir ruhig nach Hue. So. Ja, bauen wir hier ruhig einen Endler. Und den wollten wir. Wollten wir den nach Hue schieben? Ja, gehen wir ruhig nach Hue. So. Und hier noch eine Plantage. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Einmal Tabak im Überfluss. Wir könnten uns Wale holen von Alexander. Mal schauen. Ja, okay. Der hat die Spendierhosen an. Schaut mal, wie er grinst, ja. Noch ein bisschen Gold. Ja, sehr gut. Okay. Einverstanden und auf Wiedersehen. Nächste Runde. Ah, das Wasser rauscht dort, sieht man. Das Wasser fließt, das sieht man. Die Galeere, wo gehen wir mit der Galeere noch hin? Okay. Einmal hier runter. Ah, da gibt es Wale, Krabben, Fisch. Mal hier eine Stadt gründen würden. Wäre doch gar nicht so verkehrt eigentlich. Denkt mal da einen Dreierhafen. Zeitalterwechsel, das interessiert mich jetzt erstmal mehr.
Der führt ja seit, keine Ahnung, seit 50 Runden Krieg gegen Rapa Nui. Wenn die Stadtmauer weg ist, dann sieht das Ganze anders aus. Weil da kann die Stadt nicht mehr schießen. Die Moderne beginnt und wir sind in einem goldenen Zeitalter. Da sind Barbaren. Greifen wir da erstmal an. Zack. Ah, die plündern hier wahrscheinlich, Mist. Da haben wir eine Fregatte. Vielleicht, vielleicht flüchten die jetzt hier. Mal schauen. So, goldenes Zeitalter. Goldenes Zeitalter. Also, was interessant ist, was sehr interessant ist. Spanien hat ein dunkles Zeitalter. Vietnam hat auch ein dunkles. Und Australien ein dunkles. Wilhelmine hat leider auch ein goldenes. Saladin und Robert I. haben auch ein goldenes, was eigentlich ja, jetzt nicht so wichtig ist. Aber cool ist, dass Philipp und Batrio, dass sie ein dunkles haben. Wir können Münzreform nehmen. Dann sind unsere Händler, die Händler können nicht geplündert werden. Und internationale Handelswege bringen plus 3 Gold pro Spezialbezirk in der Zielstadt. Extrem stark. X und Drakon, das wäre auch eine Möglichkeit. Dann würde man auf anderen Kontinenten plus 3 Startbevölkerung bekommen, aber werden jetzt nicht so viele Städte noch gründen. Münzreform. Ja. Und bestätigen. So. Passend dazu ist ja der nächste Händler fertig. Und wir schauen uns erstmal die Loyalitätssituation an, klar. Minus 9. Im Valladolid. Ja, das Maximum wird hier erreicht durch die Bürger. Da ist ein Gouverneur drin, plus 8. Wir könnten mit Spionage auch Gouverneure eliminieren. Die Möglichkeit haben wir jetzt. Sogar in Granada, minus 1,6. Hier unten, plus 3,1, so gerade eben. ...11,9 in Valencia, 27,5 in Madrid, 10,8 in Toledo, ja okay. Da sind wir ganz weit weg. Hier wird die Niederlande übernehmen. Und die haben ja auch ein goldenes Zeitalter, also... Ah. Na ja, gut. Aber auf jeden Fall... Warum noch? Plus 1,2, okay. Auf jeden Fall spannend hier unten bei den spanischen Städten. So. Wir können kostenlos die Politik ändern. Ah, ich denke, wir lassen das so, wie es ist. Händler fertig. Unsere Händler können nicht geplündert werden. Schick mal den nochmal nach Madurai, oder?
Ja. Und der von Hue aus. Ja, jetzt kriegen wir richtig schön viel Gold. Wow. In Amsterdam. Plus 3 Nahrung, plus 3 Produktion, plus 33 Gold, plus 3 Wissenschaft, plus 2 Kultur, plus 2 Glauben. Richtig cool. Der Weg beginnen. So, wir können direkt noch einen Händler bauen. Machen wir es auch. Händler sind einfach zu gut. Leuchtturm fertiggestellt. Möchte alterliche Mauern. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ob der plündert oder sein Heil in der Frucht sucht. Okay, die eine Einheit braucht ja noch einen Befehl. Der große Admiral, der ist nicht gefährdet. Okay. Ist einmal geflohen. Und wir haben einen Weltkongress und mit dem Weltkongress machen wir beim nächsten Mal weiter. Macht's gut. Bye bye. Ich glaube, der große Admiral wurde zurückgeschickt, oder? Ah, aber wie gesagt, er ist unverwundbar. Kann nur zurückgeschickt werden. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.